Hi und herzlich willkommen zu meinem Let's Play von New Style Boutique. Wie spät ist das überhaupt? Ah, ist jetzt 2.12. und wir haben ja noch jetzt abends, okay? Sehr schön. Aber nichts, wo wir hin müssen, ne? Dann gehen wir nochmal in die Boutique, gucken, was da so los ist. Aha, die kennen wir doch, die kennen wir doch. Die kennen wir doch, die Frau. Kaiowa, huhu. Ah, ich war ja lang, ewig lange nicht mehr hier. Wie lange mag das wohl gewesen sein? Vor 5 Parts. Jedenfalls war ich gerade in der Gegend und dachte, ich schau mal vorbei, um zu sehen, wie es läuft. Sie erinnern sich doch noch an mich, oder? Ah, ja. Ganz genau. Schön, dass Sie mich nicht vergessen haben. Wie läuft denn das Geschäft? Prächtig sieht der Laden aus. Wirklich toll. Vielen Dank für die Blumen. Gerne, aber keinen Gang zurückschalten jetzt, ja? Schön fleißig bleiben und so. Apropos Blumen. Hat da nicht ein neuer Blumenladen in der Nähe aufgemacht? Wie hieß der Besitzer noch? Florian? Er ist immer so höflich und gut gelaunt. Schlimm finde ich nur, dass er immer so schreckliche Witze macht. Genau wie der Michel, der Bäcker. Ein oder zwei Wortspiele lasse ich mir ja noch gefallen, aber was die beiden treiben, ist brutal. Sie werden es nicht glauben. Aber es ist wirklich schon spät. Ich hatte gar nicht gemerkt, wie lange wir hier schon reden. Keine Sorge, ich komme bald wieder. Bleiben Sie mutig nur am Ball. Das nächste Mal kaufe ich auch ganz bestimmt etwas ein. Also, tüdelü, bis dann. Hallo? Hättest du auch herkommen können, Mensch. Ordnet ihre Bücher. Oh, die ist mir sympathisch. Die ordnet ihre Bücher alphabetisch. Wow, was für eine schöne Boutique. Unglaublich, dass ich mich nicht früher hier hereingezogen hat. Bei diesem Sortiment schlägt ja einem das Herz höher. Jedenfalls eine Kleinigkeit. In letzter Zeit bin ich so beschäftigt, ich fühle mich langsam total ausgelaugt. Ich habe schon alles Mögliche probiert, um mich zu motivieren, aber nichts hilft. Deshalb bin ich hier. Ich interessiere mich eigentlich nicht für Mode, aber eine Freundin hat mir dazu geraten. Sie meinte, ein neuer Look könnte mir neue Kraft geben. Ein Versuch ist es wert. Aber was soll ich nehmen? Ah, ich weiß, ich könnte eine neue Hose gebrauchen. Und der Stil? Kompliziert mag ich nicht. So was ungemustert wäre gut. Kein Problem. Suche Muster, Streifen, Blumenkarus. Ja, klar. Okay, ach komm, wir haben 4 Stück. Preis. Immer noch 75. Holle Julia. Ah, das ist so teuer. Ich würde hier ja ganz gern was von Korall anziehen, ne? Aber das ist so teuer. Wie wäre es mit einer guten alten Röhrenjeans? Oh, fantastisch, das muss ich sofort anprobieren. Ich meine, nichts geht über Jeans, ne? Ich trage auch nur Jeans. Ah, es hat funktioniert. Halt wegen der Jacke wäre ich jetzt drauf gekommen, dass es vielleicht Korall gewesen wäre. Oder wegen dem Hemd. Ich wusste doch, dass ich hier an der richtigen Adresse bin. Eine einwandfreie Empfehlung war das. Ungemustert, genau so. Was hatte ich im Sinn? Ich wäre ja schön blöd, wenn ich mir so eine tolle Gelegenheit entgehen ließe. Ab zur Kasse damit. Genau, zur Kasse. Ja, herrlich, das ist einfach klasse. Meine Freundin hatte recht, mir geht es viel besser. Ich kann Ihnen gar nicht genug danken, Maika. Sie sind die Beste. Bis bald, hoffentlich. Ah, sie mochte es. Ach, komm schon. Echt jetzt? Komm, einer geht noch. Wir haben bestimmt noch eine da. Ah, ich weiß ja nicht, ihr seid mir alle so ein bisschen komisch, ne? Findet leichte Beziehungskomödie. Nehmen wir lieber sie. Greta. Ach, Wiedersehen macht Freude. Ist schon länger her, ich weiß, aber trotzdem. Wissen Sie, dies ist die Jahreszeit, um aus dem Vollen zu schöpfen. Und das bedeutet, dass ich Mode, alles, was mit Mode zu tun hat, in vollen Zügen genießen werde. Aber ich glaube, ich bräuchte eine neue Tasche, die zu diesem Outfit passt. Ich wette, das wollten die sich ja auch gerade vorschlagen, aber ich bin ihnen nun mal zuvor zu kommen. Also hätten sie wohl eine süße, mädchenhafte Tasche für mich? Null Probleme. Suchen, Marke, komm schon. Weil ich weiß, den Rock hatten wir hier angedreht, ne? Wie viel hast du ausgegeben? Guck mal, voll schön. Toll, wunderbar, genau das, was ich mir so vorgestellt hatte. Nicht wie zur Anprobe, sonst platze ich noch vor Glück.
kannst du dich nicht einfach vom Spiegel stellen. Weißt du, einfach so vom Spiegel damit ist eigentlich auch voll gut. Du musst nicht unbedingt in die Umkleide damit. Hier kriegt man echt die besten Empfehlungen. Ich habe schon die ganze Zeit nach sowas gesucht. Da tritt mein Geschmack wirklich hundertprozentig. Ist das zu fassen? Nein. Wenn du mich so fragst, nö. Diese Tasche ist so perfekt, dass mir fast die Tränen kommen. Jetzt laufe ich am besten ein wenig durch die Stadt, um sie herumzuzeigen. Genau, für sie spazieren. Finde ich voll gut. Hat sich das Herz verändert? Nö. Aber wir sind jetzt Stylerin. Müssten jetzt eigentlich Styling Rang 7 haben. Ach du Gott, was bist du bunt? Aber ich hab noch schon. Namen. Ach, vielen Dank nochmal für die wunderbare Bedienung letztes Mal. Meine Freundin haben mich ja mit Komplimenten überschüttet. Jetzt hätte ich auch gleich schon wieder das nächste Anliegen. Ich muss immer alles doppelt und dreifach überdenken. Davon kann man wirklich Kopfschmerzen kriegen. Aber so bin ich nun mal. Kann man eben nicht ändern. Beim Shoppen zum Beispiel denke ich stundenlang über Preise und Nutzen und sogar die Materialien nach. Und dann verliere ich mich so sehr in allen möglichen Details, dass ich am Ende ganz genervt bin und lieber gar nichts kaufe. Aber heute soll das anders laufen und dazu brauche ich Ihre Hilfe. Sie sind ja schließlich Modeprofi, also dachte ich, wenn ich Sie um Rat bitte, muss ich mir gar keine Gedanken machen. Also kommen wir zum Punkt. Hätten Sie ein poppiges Shirt und einen Rock bitte? Den Rest überlasse ich ganz Ihnen. Kein Problem. Suche Marke Aprilbonbon. Erstmal T-Shirt. Und einen Rock wollt ihr haben, ne? Und Rock. Die hat 8 Artikel. So. Was hätten wir so schön an Rock? Das sieht doch gut aus. Wir könnten auch so und so. Ja, das finde ich gut. Das ist es. Bei so viel Überzeugung muss ich sie ja anprobieren. Tu dir keinen Zwang an. Und was sagst du? Gott, ist sie bunt! Gott, ist sie bunt! Ich bin begeistert. Zum Glück habe ich sie gleich anprobiert. Es geht doch einfach nichts über ein poppiges Outfit wie diesem. Der Preis passt. Da spricht nichts dagegen, einen Kauf. Gott, bist du bunt! Oh, ich bin ja so froh, dass ich sie um Hilfe gebeten habe, Maika. Es ist ja so eine Erleichterung, sich mal nicht mit einer Entscheidung schwer zu tun. Danke Ihnen. Ah, oh, kein Glück, kein Unser, Pippi. Mach ich doch gern. Ich weiß nicht, das Herz sieht irgendwie immer noch so leer aus. Als würde er immer ein bisschen oben fehlen. Das ist schade. Keiner mehr da? Keiner mehr da. Den können wir jetzt in die Wohnung. Kleiderschrank. Ich weiß. Ich muss aber nochmal ausziehen und so. Zurück. Ausziehen. Dankeschön. Ach, ich kann nicht anders. Ich muss nochmal das Ding anziehen. Wo ist mein Oberteil? Wo ist mein Lieblingsoberteil? Nicht hier, aber wir nehmen schon mal das Schwarze. Das weiß ich. Das war hier, ne? Mein Lieblingsoberteil. Ach, ich finde das so schön. Ich finde das so unglaublich schön. Ich würde das auch anziehen. Ich würde das auch ganz gern haben. Aber habe ich nun mal nicht. Schade eigentlich. Passt auch zur Hose. Haha. Ich glaube, wir hatten einen Rock, ne? Hatten wir nicht einen Jeansrock? Was hatte ich denn da für einen Rock angezogen? Ich könnte schwören, wir hätten einen Jeansrock gehabt. Menü. Mal Favoritenbuch gucken. Okay, nehmen wir das, aber doch, Kette kann bleiben. Dann nehmen wir das. Wir mischen jetzt mal ein bisschen. Weil ich ziehe jetzt die Sachen an, die passen zwar nicht zusammen, aber ich liebe die Jacke. Boah, ich liebe diese Jacke. Und warum sollte man nicht ein bisschen was Süßes mit ein bisschen Punk miteinander verbinden? Hm? Spricht nichts dagegen? Bin ich auch. Ja, du passt doch irgendwie besser dazu. Aber noch eine Tasche. Noch eine schwarze Tasche. Haben wir eine Nerdbrille? Ach, die ist braun. Ich brauche schwarz.
Dann halt keine. Noch Ohrringe. Das finde ich gut. Ha, und 666, das passt ja. Nochmal den Kleiderschrank. Menü, Favoritenbuch. Hinzufügen. Ach. So. Noch schnell das Make-up und Fingernägel ändern. Wir müssen ja passend laufen. Lass mal gucken. Nein, nein. Ach, Kinders. Immer das Gleiche. Aber irgendwie so ein bisschen grau. Wollt grau und nicht blau. Wollt so Smoky Eyes haben. Das wäre nämlich echt cool gewesen. Schön, das bleibt. Dann nehmen wir dich mal weg. Das ist echt schade, dass man kein Dings hat. So ist besser. Wisst ihr was? Dann kommt das halt weg. Gib bitte halt nicht so schön dunkel. Rouge gibt auch nicht. So ein schönes Rot. So ein richtig schönes dunkles Bordeaux-Rot wäre so geil. Naja, gut, lassen wir das. Nägel. Ah, die sind neu. Aber die passen leider nicht. Ist auch ein bisschen extrem. Gibt schwarze. Gut, schlafen. Mal sehen, was der Tag bringt. Wie wir waren. Oho. Du hast das, den Titel, einen Titel erhalten, Glückshändchen. Das war's. Ich habe auf jeden Fall gut Geld gemacht. 890 Euro. Also will man mehr. Oh, wer bist du denn? Handy. Okay. Erfolge. Styling as. Outfit as. Du hast 300 verschiedene Artikel in deinem Ding. Ah! Voll gut. Ordnen. Neueste. Freigeschaltet. So wollte ich das doch. Teil macht Freude. Einkaufsexpertin. Junior. Uhu, du hast dieses Spiel insgesamt 2 Stunden gespielt. Ich weiß nicht, ich mag Stylings Schnuppernase eigentlich immer noch am coolsten. Finde ich immer noch am coolsten. Aber okay. Dann gehen wir mal raus. Die Leute warten auf uns. Ach du Gott. Maike, das Mädchen wird da von einem zwielichtigen Kerl verfolgt. Ob sie in Gefahr schwebt? Hinterher, Alter! Ah, sie sind dort in die Seitenstraße. Oh, ist das etwa ein Café? Will er mich verarschen? Da wird ein Mädchen verfolgt. Und anstatt hinterher zu laufen, muss er mir noch erst erzählen, dass sie verfolgt wird. Die Nuss. Klatsch ihm eine. Hartmann. Sie haben doch nicht etwa geglaubt, dass sie mir einfach so entwischen könnten. Bleib bloß weg. Ich fürchte, dass ist leider keine verfügbare Option. Oh mein Gott, was ist los? Hör auf, lass mich sofort los. Aja. Ah, ups, alles in Ordnung? Da sind wohl kurz die Pferde mit mir durchgegangen. Ich hätte es besser wissen müssen. Ihren schwarzen Gürtel Juru tragen sie jedenfalls zurecht. Tut mir wirklich leid, aber es gibt da was, das ich in dieser Stadt zu erledigen habe. Bitte, ich brauche ein kleines bisschen Zeit allein. Nur ein paar Minuten. 30 Minuten und keine Sekunde mehr. Und dann kommen Sie ohne zu murren mit. Versprechen Sie mir das? In Ordnung. Also gut, dann komme ich Sie in 30 Minuten abholen. Danke. Frei! Endlich frei! Ach du Gott, der ist der Nächste. Darf ich Ihre Bestellung aufnehmen? Hm? Natürlich, würden Sie wohl so lieb sein und mir eine Tasse Kaffee bringen. Gerne doch, aber wollen Sie sich nicht erst einmal setzen? Kommen Sie, ich bringe Sie an Ihrem Tisch. Alter, was ist das für eine?
Oh, oh mein Gott, was ist das aus dem Erbin, die gerne von zu Hause ausbricht. Ahaha, bin ein Kaffee, ein fleißiger Charakter, okay. Willkommen, bitte nehmen Sie doch Platz. Vielen Dank. Ach, verdammt, ich wollte doch mit Luna reden. Geh ich erstmal selber eintrinken. Wer hätte das gedacht? Aber okay. Ah, danke, kommen Sie bald wieder. Ich wollte eigentlich mit der reden. Toll, jetzt habe ich nur etwas bestellt, um nicht unhöflich zu sein. Na gut, probiere mal einen Schluck. Oh, der schmeckt köstlich. Du hast den erst jetzt getrunken. Ah! Hallo, ist dieses Café nicht bezaubernd? So klein und schnuckelig, das würde bei uns zu Hause gleich dreimal in den Salon passen. Entschuldigen Sie bitte die Frage, aber kommen Sie zufällig aus dieser Stadt? Sind Sie hier heimisch? Vielleicht können Sie mir ja weiterhelfen. Wissen Sie, ob es hier in der Nähe irgendwelche Modeboutiken gibt? Klar doch. Hab ich gerade richtig gehört? Ihre? Ah, dann sind Sie wohl die Inhaberin. Das muss Schicksal sein. So wie der Mond jede Nacht aufs Neue aufgeht, so war auch unser Treffen vorherbestimmt. Würden Sie mir dabei einem kleinen modischen Dilemma helfen, falls ich mal in Ihre Boutique vorbeischneie? Luna, es wird Zeit. Einen Moment noch, ich bin gerade mitten in einem wichtigen Gespräch. Wir hatten doch vereinbart, dass Sie eine halbe Stunde lang tun und lassen, was Sie wollen, und dann zurückkommen. Na und? Was sind schon ein paar Minuten mehr? Sie hatten es mir versprochen. Es wäre auch nicht verkehrt, noch einmal ihr Verhalten zu überdenken, sich einfach so aus dem Familiensitz zu schleichen. Ich bitte dich, ich habe mich doch nicht davon geschlichen. Ich wollte nur ein Tässchen Kaffee trinken. Soll das etwa heißen, Sie haben den weiten Weg zurückgelegt, nur um einen Kaffee zu sich zu nehmen? Ganz genau. Du weißt doch genau, wie schwer es mir fällt, morgens in die Gänge zu kommen. Ich hatte gehofft, dass mir eine Tasse Kaffee den nötigen Energieschub liefern würde. Wie dem auch sei, ich darf Sie darum bitten, in Zukunft von solchen Verhalten abzusehen. Und darf ich darum bitten, dass du eine Verhöraktion künftig ein wenig... nochmal. Und darf ich darum bitten, dass du deine Verhöraktion künftig ein wenig runterfährst? Das will ich jetzt mal überhört haben und einen kleinen Ausbruch von Aufmüpfigkeit abtun. Ich will doch nur nicht, dass sich Ihre Mutter Sorgen um Sie macht. Deshalb sollten Sie nun auch wirklich gehen. Na gut. So wie jeder Stern seinen Platz am Himmel hat, so weiß auch ich, wo ich hingehöre und wohin ich zurückkehren muss. Das ist nur mein Bodyguard. Bitte sagen Sie ihm nicht, worüber wir gerade geredet haben. Also schön, Maika. Ich freue mich schon auf ein Wiedersehen. Läuft bei dir. Ja, ich muss, glaube ich, in den Blumenladen? Nein. Der Bäckerwagen. Was ist bei dir los? Oh la la, bienvenue, Mademoiselle. Sie sind zum ersten Mal hier in Nisipa. Suchen Sie was oder kuchen Sie nur? Hä? Kuchen Sie nur? Also, was in Kuchen Sie nur? Nur das Kuchen nun Kuchen. Dankeschön. Hiermit habe ich das Lachen auf ewig verlernt. Ach, pardon, meine Routine als Comedian darf wohl noch weniger. Einige Arbeit scheint mir. Entweder das oder Sie haben eine schlechte Backhefe geschnüffelt. Ja. Bei Ihnen muss ich mir wohl mehr Mühe geben mit den Witzen. Die ist halt anrufsvoll. Aber bon, c'est la vie, einfach immer das Gute sehen. Jetzt weiß ich, dass sogar ich mich kabarettistisch noch verbessern kann. Unglaublich, aber wahr. Bon, was darf ich für Sie tun? Suchen Sie etwas? Sept Baguettes. Pardon? Sept Baguettes. Ein Set Baguettes? Hm. Da muss ich mal schauen. Eigentlich verkaufen wir nur einzeln. Ja je. Sept 7. 7 Brote länglichen Formats, wenn es recht ist. Ich wollte es nur in Ihrer Sprache sagen. Ach, Sept. Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Dieser stumme Konsonant. Konsonant ist mir simplement entgangen. Ach du Gott, das ist so schrecklich. Ich hatte mal Französisch, aber so schlimm war es bei mir gleich noch nie. Ich war nun einmal nicht auf Petit Schlingel vorbereitet, ne Sipper? Ich will doch nur Brot kaufen. Und überhaupt, wenn es um Brot geht, hört der Spaß auf. Hat sie jetzt gekauft? Gott sei Dank. Wir müssen jetzt auch mal in unsere Boutique. Langsam wird Abend, ey. Ach, dich kennen wir doch. Tag, Maika. Ich brauche Ihren Rat. Haben Sie einen Augenblick Zeit für mich?
Es scheint, als sei die Zahl modebewusster Individuen in dieser Stadt in letzter Zeit dramatisch angestiegen. Deshalb denke ich gerade darüber nach, eine neue Marke zur Modemesse einzuladen. Ich habe noch nicht mal die andere gekauft. Zwei Marken haben Interesse gezeigt und nun stecke ich in einem kleinen Dilemma. Auf der einen Seite haben wir Marple Lily, eine Marke mit zuckersüßer Mode im Prinzessinnen-Look. Dann gibt es noch Stoy, eine Marke für Bekleidung im Ethno-Stil. Beide Marken sind extrem populär. Sie als Inhaberin der Boutique La Diva, aha, welcher Marken würden Sie den Vorzug geben? Ach komm, verstehe. Danke für Ihre Hilfe, ich glaube, ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich mache mich gleich an die erforderlichen Arbeiten. Erwarten Sie große Veränderungen in allnächster Zukunft. Ich habe doch noch nicht mal Dings gemacht. Na, Kunde, Katzen, lieber als... Halte mich auf einer Modemission und ich habe nicht vor zu scheitern. Warum ich so wild auf Shoppen bin? Weil es Zeit für die Wintersaison und mein Kleiderschrank einfach nicht genug hergibt. Ich will unbedingt in Fashion Bestform sein. Also ich glaube, ich fange mal mit einem mädchenhaften Auto an. Könnten Sie mir da weiterhelfen? Könnte. Mach ich doch. Moment. Ah! Wie wär's denn mit dem Bleu? Schön im Bleu, weil ich glaube, ich habe Angst in Rosa. Hier. Das ist es. Ja, das klingt doch gut. Den sollte ich mal unbedingt anprobieren. Und warum nicht Rosa mit Blau kombinieren? Ah, siehst du süß aus. Schöner Mantel. Ein sehr schöner Mantel. Hey, ich bin spontan total begeistert. Mädchenhaft, das ist wirklich sehr, sehr schön. Ich würde es mir niemals verzeihen, wenn ich diese Gelegenheit nicht nutze. Der ist so gut wie gekauft. Ja. Nicht schlecht. Dieser Autor wird eine wichtige Rolle in meinem winterlichen Kleiderschrank spielen. Sie haben wirklich ein gutes Auge für Stil. So viel steht fest. Ich glaube, ich behalte es gleich für den Nachhauseweg an. Danke, Maika. Vielleicht komme ich schon bald wieder hierher. Sehr schön. Oh. Bye, bye. Da freut sie sich. Candy. Geprüfte Rechtsberatung. Schlau, aber... sehr schlau, aber auch recht mitteilsam. Was kann ich für euch tun? Richard, stecken Sie in der Tür fest? Warum hat dieser Laden auch so eine komplizierte Tür? Jetzt aber ehrlich. Richard, wenn Sie einfach... Ach, ja, ja, schon klar. Jedenfalls bin ich jetzt wieder hier. Es heißt, meine Schwester Josephine sei hier gesehen worden. Aber ich sehe kein Anzeichen ihrer Gegenwart. In der Tat, sie ist nicht hier zu sehen. Nun, dann besteht kein Grund länger zu verweilen. Gehen wir. Könnten Sie vielleicht noch einen Augenblick warten? Wo wir schon extra so den weiten Weg in diese Boutique gekommen sind, kann ich noch schnell ein wenig einkaufen. Im Ernst? Nun gut, Zeit dafür haben wir bestimmt. Mode spielt in unserer Arbeit und in Kreisen, in denen wir uns bewegen, eine große Rolle. In der Tat, wenn man für sie arbeitet, darf bei der Kleidung nichts den Zufall überlassen. In diesem Sinne, ich benötige gepflegte Kleidung passend zu meiner Arbeit. Ich denke, einigen der femininen Marken sollten passende Artikel in ihrem Angebot haben. Allerdings ermüdet das Auge aufgrund von immer gleichen Farben und immer gleichen Schnitten. Eines Tages würde ich gern sehen, wie mutige Mode ins Büro anzieht. Ich glaube, mehr prinzessinhafte Kleidung im Büro zu sehen wäre toll. Was? Oder vielleicht etwas im Gothic-Stil? Was? Was habe ich gemeint? Das ist nicht das, was ich gemeint habe. Geht es hier um meinen Musikgeschmack? Das müssen Sie doch nicht ewig breitreten. Und mal ganz nebenbei, solche Kleidung wäre wohl kaum angemessen fürs Büro. Ich meine, wenn es um Popstars geht, sind die Gothic und der Prinzessin-Look ja niedlich, keine Frage. Aber im Büro? Nun ja, ich werde Sie nicht aufhalten. Das ist allein Ihre Entscheidung. Augenblick mal, wirklich? Nun, es steht nichts in den Bürovorschriften zum Dresscode, was solche Kleidung explizit untersagen würde. Kein Grund, so dick aufzutragen. Sie wissen doch, ich habe nur mir einen Spaß erlaubt, oder? Das war mir natürlich klar. Boah, die beiden sind so ein Paar, ne? Ey, die sind so ein Paar. Irgendwann werden wir vielleicht noch ihre Hochzeit feiern, da wette ich drauf. Gut, nachdem das auch geklärt wäre, könnten Sie bitte ein feminines Outfit zusammenstellen. Mich würde es nicht wundern, wenn die irgendwann mal ankommt und sagt, ich hätte ganz gern ein Hochzeitskleid und könnten Sie mir eins designen oder was weiß ich irgendwas. Weil die sind ja so ein Pärchen, so. Aha. Was hältst du denn davon? Fürs Büro.
Nee, das sieht irgendwie kacke aus. Da muss was Enges hin. Kann man das so drunter ziehen? Nee. Okay, das wird schon mal nix. Was sagt der Rock? Ich glaube, ein Rock darunter wird einfach nichts. Das passt einfach nicht. Ich sehe aber ganz gerne lieber das Weiße. Vielleicht noch die Schuhe. Aber ein bisschen auch unten. Bin gerade ein bisschen unzufrieden. Vielleicht hat mir auch. Ach du Gott, das kommt nicht ins Büro. Das sieht doch schon besser aus. Könnte man hier vielleicht hier diese roten? Nee, komm. Lieber schwarz-weiß. Denn noch eine schöne Armbanduhr. Das passt jetzt nicht dazu, aber was soll's. So, das sieht doch schon wesentlich besser aus. Warum habe ich denn nicht gleich bei Dings geguckt? Warte, nochmal zurück. Okay. Ich habe jetzt schon gedacht, ich hätte jetzt noch so ein Dings verpasst. Ja, das sieht wirklich fantastisch aus. Das möchte ich anprobieren. Jetzt sofort. Tu dir keinen Zwang an. Ulala. Ich bin ganz sprachlos. Ihre Ratschläge sind echt nicht zu übertreffen. Fantastisch, genau. Gefällt mir super. Yay! Ach, das war umwerfend. Ha, nichts Geringes hatte ich von dieser Marke erwartet. Können Sie sich vorstellen, sich mit weniger zufrieden geben zu müssen? Ist es nicht toll, reich zu sein? Nun ja, Sie wirkten schon recht angetan von der Vorstellung, im Büro Gothic und Prinzessin-Looks zu tolerieren. Was? Ich sagte doch, ich habe sofort durchschaut, dass Sie nur Scherze machten. Wir gehen. Das ist besser gelaufen, als ich gedacht hätte. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Kein Ding. Immer wieder gern. Ah, sie sieht hübsch aus. Jetzt kann man die Schuhe aber leider nicht sehen. Das war Joes Bruder. Ach egal, haben Sie Joe hier irgendwo gesehen? Nein? Na gut, ich dachte nur, vielleicht ist sie hier so gern, wie sie in letzter Zeit Kleider kauft. Sie hatte doch irgendwas von einer tollen Party erwähnt, oder Chefin? Sicher wieder so ein Familiending. Ihr Bruder weigert sich, Leute im Rock in Klamotten in den Ernst zu nehmen. Überhaupt redet er prinzipiell mit niemandem, der nicht zu seiner Zufriedenheit gekleidet ist. Was, im Ernst? Das habe ich zumindest gehört. Ich wette, er liegt ihr damit in den Ohren, dass sie sich ordentlich kleiden soll. Kein Ding. Aber bevor wir jetzt hier den Part beenden, gehen wir noch schnell auf die Modemesse, weil, ich weiß noch, genau. Willkommen in der Modemesse. Es gibt jemanden, den ich Ihnen heute vorstellen möchte. Sie ist die Markenrepräsentantin für den neuesten Zugang zu unserer Messe. Erfreut, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ich bin Claudette und repräsentiere die Marke Raven Candle. Raven Candle bietet Gothic-Mode für alle, die ein Faible für Düsteres haben. Aufgrund Ihrer Empfehlung haben wir diese Marke in die Modemesse eingeladen. Raven Candle öffnet die Tür zur dunklen Seite der prinzessenhaften Mode. Elegante Damen mit einer Liebe zur Dunkelheit werden in dieser Dependance alles finden, was ihr Herz begehrt. Warum schauen Sie nicht einmal bei uns vorbei? Ich bin sicher, Sie werden unser Angebot ansprechend finden. Komm schon! Wo hat's blinkt? Ah, da macht's gleich hier vorne, ey. Ich finde, hier so Geld dran zu kriegen, ist echt schwierig. Ich grüße Sie. Seien Sie willkommen im Reich von Raven Candle. Als Gastgeschenk in unserer Welt biete ich Ihnen ein kostenloses Outfit aus unserem Gothic-Sortiment an. Lass gucken. Ach du Gott. Also man kann nicht sagen, dass das nicht passt. Nein. Raven Candle fasst die finsteres Lebensgefühl der Gothic-Welt in edle Kleider und Accessoires. Unsere Produkte sind nicht nur Zier, sie werden sie erneuern, ihnen ungeahnte Geheimnisse offenbaren. Sehen Sie sich unser Sortiment an. Sie werden verstehen. Ich bitte Sie darum. Und ich bitte. Ach, ich muss mich daran noch gewöhnen. Du kommst mit. Oh, ich liebe die Westen. Habe ich euch das schon mal erzählt?
Oh! Ey, die Klamotten will ich alle selber anziehen. Ich muss aber ein bisschen achtsam sein. Du kommst mit. Du kommst mit. Ich mag das eigentlich nicht. Die mag ich eigentlich. Was ist das denn? Ach du Gott. Wer soll sich denn damit warm halten? Ja, komm. Nehmen wir mit. Sind wir schon bei 1600? 1100. Oder die Waldfee, das ging jetzt aber flott. Ja, mein Ring. Das ging jetzt aber mal recht flott. Die sind aber voll beliebt hier. Oh, mein Lieblingskleid haben sie auch da. Schön. Oh mein Gott, wir sind ja schon wieder fast pleite hier. Du kommst mit. Haben wir noch eine Dings? Das ist so gemein. Wie viel kostest du? Dich können wir noch mitnehmen. Aber das war's jetzt echt auch. Warenkorb. Holla, die Waldfee. Habe ich so viel gekauft? 4,70. Boah. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bitte, bitte. Ach du Gott, Rosi. Einatmen und ausatmen. Okay. Kick. Oh je, Entschuldigung. Ich war so in meinen Atemübungen versunken. Da habe ich sie überhaupt nicht bemerkt. Ich bin gerade unterwegs zu meinem Casting. Ich habe schon seit dem Aufstehen Herzflattern, sage ich Ihnen. Aber so lange, langsam geht es mir etwas besser. Ich bin fast wieder ruhig. Gut, dann auf in den Kampf. Drücken Sie mir die Daumen, ja? Okay. Bitte, die Talentagentur 910 ist am anderen Ende des Platzes? Ach so, dann sag ich meinen Spruch halt nochmal auf. Auf in den Kampf. Drücken Sie mir die Daumen, ja? Okay, ich merke schon, sie hat eine super Orientierung. Wir speichern hier aber ab. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Empfiehlt mich weiter. Liked schön die Parts, wenn sie euch gefallen. Kommentiert fleißig. Vergiss das Abonnieren nicht, falls ihr noch nicht abonniert habt. Wir haben mal ein bisschen mit Schleichwerbung machen. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Bis denn und bye bye.